Hallo allerseits. Die Concordia war das erste deutsche Dampfschiff auf dem Rhein. Mit ihrer Fahrt am 1. Mai 1827 von Düsseldorf nach Köln begann der Linienverkehr auf dem Rhein. Die Concordia, 1827 in Köln gebaut, war ein Glattdeckdampfer und markierte einen Meilenstein in der deutschen Schifffahrtsgeschichte. Das Schiff war 42,70 Meter lang, 4,88 Meter breit und hatte eine Wasserverdrängung von 240 Tonnen. Es konnte bis zu 230 Passagiere und knapp 60 Tonnen Fracht befördern. Neben Passagieren und Stückgut wurden auch Pferde und Reisewagen transportiert. Der Antrieb der Concordia bestand aus einer englischen Einzylinder-Niederdruckdampfmaschine mit 70 PS Leistung bei 30 Umdrehungen pro Minute. Die Maschine verfügte über ein Schwungrad, um die Gleichmäßigkeit des Gangs zu gewährleisten. Die Dampfmaschine war auf einer Seite des Schiffes platziert, während sich auf der gegenüberliegenden Seite der Dampfkessel befand. Die Schaufelräder hatten einen Durchmesser von 3,76 Metern. Die Konstruktion des Schiffes als Glattdeckdampfer war innovativ, und die Wahl der Radschraube anstelle eines Propellers war aufgrund der geringen Gewässertiefe der Flüsse, auf denen das Schiff eingesetzt werden sollte, getroffen worden. Dies ermöglichte eine minimale Tauchtiefe des Schiffs in flachen Gewässern. Die Concordia, 1827 in Köln gebaut, hat eine interessante Geschichte in der deutschen Schifffahrt. Die Mainzer Dampfschifffahrtsgesellschaft von Rhein und Main, gegründet im Jahr 1825, hatte zwei Schiffe bei der niederländischen Dampfschifffahrtsgesellschaft für den Verkehr zwischen Mainz und Mannheim sowie Mainz und Frankfurt bestellt. Als das erste dieser beiden Schiffe, die Concordia, 1827 geliefert wurde, stellte man fest, dass ihr Tiefgang für die Fahrt oberhalb von Mainz zu groß war. Infolgedessen wurde die Concordia im Jahr 1827 an die am 11. Juni 1826 gegründete Preußisch-Rheinische Dampfschifffahrtsgesellschaft in Köln verkauft, die später als Köln-Düsseldorfer bekannt wurde. Zusammen mit der Concordia wurde auch die Friedrich Wilhelm, im Jahr 1827 gebaut und am 26. Mai 1827 als zweites Schiff der BRDG in Dienst gestellt. Für den Linienverkehr zwischen Mainz und Köln eingesetzt. Die Reise von Mainz nach Köln mit der Concordia dauerte etwa 10 Stunden, was erheblich schneller war als mit der Postkutsche. Die Rückreise stromaufwärts benötigte jedoch mehr als doppelt so lange, mit einer Gesamtfahrzeit von 22 Stunden und 10 Minuten. Die Einrichtung und Ausstattung des Schiffes wurden als prachtvoll und bequem betrachtet, und der Dichter und Schriftsteller Friedrich von Matthiessen äußerte sich 1827 positiv über die Eleganz und den Komfort des Dampfschiffs. Ein Jahr nach der ersten Fahrt der Concordia erschien ein Reisehandbuch des Historikers Professor J. A. Klein mit dem Titel Rheinreise von Mainz bis Köln, Handbuch für Schnellreisende auf dem Rhein. Dieses Handbuch, aus dessen Überarbeitung 1835 der erste Baedeker entstand, enthielt zwei Ansichten der Concordia. Der Seitenraddampfer Concordia, der im Passagier- und Stückgutdienst auf der Unterelbe fuhr, zeigt eine ähnliche Bauweise wie die Hermes. Die Hermes wurde von der Sächsischen Dampfschiff- und Maschinenbauanstalt in Dresden-Neustadt gebaut und war bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Dienst der Elbstrom-Bauverwaltung. Anschließend wurde sie von der Fahrgastschifffahrt in Magdeburg übernommen und bis 1968 betrieben. Heute ist die Hermes noch erhalten und wird als technisches Denkmal in einem Museum in Magdeburg ausgestellt. Danke fürs Zuschauen.